Dann schauen wir uns jetzt draußen nur weiter um. Da waren ja noch mehrere Türen, die wir öffnen haben können. Wow! Typ! Hilfe, Leute! Das hat mir ein bisschen geschreckt, ne? Kann ich euch noch irgendwie helfen? Boah. Mach die Zeichnung da. Die Welt geht zugrunde. Vielleicht haben sie die Leute doch nicht gegenseitig umgebracht. Also, ich gehe immer davon aus, dass es so ein Kampf zwischen eben die Leute oben und die Leute, was unten gelebt haben, war. Aber vielleicht haben die ja gemeinsam dann. Nein, es war nicht gemeinsam. Weil unten. Ich mag jetzt nur schön schauen, ob da auch noch irgendwelche Toten liegen. Nein. Wie wir noch im Untergrund waren, da war ja so ein Buch oder so, wo die Rede von einer Gilde war. Also die Gruppe hat sich genannt die Gilde. Und die haben ja geschrieben, dass sie sich jetzt auf den Kampf bereit machen und ausbrechen wollen auf die Ort. Schauen schon länger tot zu sein. Das ist die andere Tür, wo wir rauskommen sind schon. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht mehr rein. Oh, das Dröhnen ist endlich weg. Danke. Ah, jetzt fängt es wieder an. Das ist echt unangenehm auf die Ohren. Mann, ich komme nicht einmal da rüber. Die haben jetzt Militär gewandt an, also. Ah, okay, warte, da ist wieder. Ich weiß nicht. Haben die gegen das Militär gekämpft oder so? Subway Access. Subway Access. Das haben wir auf der Karte gelesen. Unten. Wo wir gerade drinnen waren. Scheint der Ausgang zu sein. Ja. Sis. Kapitel 4. I don't know why we exist in self-destroying structure. We all share a fondness for that which is correct, and we're all certain that we have it. But there must be a way for that loyalty to flourish without burning the last shreds of coexistence between our species. That is, a species that is primarily defined by its diversity. I don't know if I'm arrogant for assuming that my desire for progress is any indication of my task as a catalyst, but I tried to find Tarshish already. Only in my attempted escape did you find me. And I do not believe that you found me without reason. Da ist wieder ein Wal. Ist der Wal vielleicht der Leviathan? Da ist wieder ein Wal. Home. Ist, glaube ich, das Gleiche, was wir schon gelesen haben. Wow! Okay. Ist das jetzt der Old City?
Das schaut eher aus wie so ein Tempelort oder so. Wow, das ist echt schön. Oh, nice. Zart mal gescheit. Da unten steht irgendwas auf dem Sturm. Boah, cool. Oh, ich liebe, für sowas liebe ich solche Art von Spielen. Es schaut einfach alles so geil aus. Da sind Treppen nach unten. Oh, da ist eine Hand. Wow. Das ist ja ein Riesenstar. Ist das ein Affe? Nee. Das ist ein Minotaure. Man sieht da so ein Horn. Oder? Gibt es denn wirklich Minotauren? Und wenn da so eine Riesenstatue ist von so einer riesen Minotauren, vielleicht sind Minotauren sowas wie die... so eine Art Gott oder so, die heute halt irgendwie angebetet werden. Die meisten werden solche Leute irgendwelche Statuen baut. Wir schweben. Der Old City Leviathan, weil wir schweben. Das sieht ziemlich cool aus. Warte, machen wir kurz meine Kamera weg. Nice Büdel. Das wird mein Thumbnail. Cool. Und in dem einen Brief war die Rede, wir Minotauren. Also es muss schon irgendwas... irgendwas mit den Minotauren hat es jedenfalls auf alle Fälle auf sich. Das steht schon mal fest. Komm ich sogar rein? Das ist aber kein Minotaur, das ist irgend so ein Vogelfiech oder so. Mit Hörner. Alter, ist das geil da. Boah, ist das geil. Ich liebe sowas. Boah, wie schön das ausschaut. Oh, der bewegt sie. Das ist ein Riesenpapagei mit Hörner. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir jetzt noch da noch schauen. Da ist aber auch nichts. Okay. Ich gehe da hin, oder? Hallo. Der schläft. Entschuldigung. Wow. Wow, schaut das geil aus. Schreckt's wirklich. Der schläft da einfach. Können das sonst nichts machen? Oh, warte mal, schätze mal, dieser Pfeil. Du hast schön weiterschlafen, gell? Hat sich vielleicht jetzt irgendwas verändert? Ein Pfeil nach oben. Warte mal, ich versuche jetzt mit dem zu interagieren. Ich habe jetzt eigentlich gar nichts. Also auf E.
Vielleicht kann ich mit ihm irgendwie reden oder sowas, was ich, keine Ahnung. Grüß Gott, ich bin's nochmal. Kann ich da runter? Wow! Was? Wie bitte? I actually knew the man who lived here. I believe. Nee. Ich tue jetzt nur mal laden. Das ist mir jetzt wurscht. Zitz, Zitz, Sis, keine Ahnung. Ist das vielleicht auch eine Vogel, den wir da jetzt gesehen haben? I don't know why we exist in self-destroying structure. We all share a fondness for that which is correct, and we're all certain that we have it. But there must be a way for that loyalty to flourish without burning the last shreds of coexistence between our species. That is, a species that is primarily defined by its diversity. I don't know if I'm arrogant for assuming that my desire for progress is any indication of my task as a catalyst, but I tried to find Tarshish already. Only in my attempted escape did you find me, and I do not believe that you found me without reason. Ohne das Leben zwischen den beiden Spezien. Spezien? Spezien, ich glaube, das ist jetzt das Wort, was ich suche. Den beiden Rassen. Spezien? Spitz? Das hört sich so komisch an. Spezien. Spezien. Zwischen den beiden Rassen zu zerstören. Welche Rassen denn? Minotauren? Höchstwahrscheinlich? Und Menschen, oder? Das war jetzt halt blöd mit dem Obi-Springer da, ne? Ich hätte mir nicht gedacht, dass das funktioniert. Wie sieht das hier aus? These dreams act as mirrors. Like passive portraits of the complexities of the human mind, they paint self, just as ideas paint the universe. Dreams truly are the most honest form of introspection, even if I can only use them as an escape. Träume sind wie ein Spiegel. Perhaps contentment is nothing but stagnation. Perhaps the dream was never meant to be realized. Perhaps the dream itself is an agent of progress. Das Ding ist, da gibt es gar keine Salomon-Note, oder was? Oder sie ist sehr gut versteckt. Wie geht's da nun mal rein? A
Of course, if this mirror is to be trusted, then I'm just as vile as the others. The contrast between my reality and this one tells me that I do not belong here. The only thing I have that they do not is a fondness for this new world. Das hat er vorher, glaube ich, nicht gesagt, oder? Okay, wie macht dieser Pfeil da? Pfeil nach oben. Vielleicht sollen wir jetzt nur mal geschwind raufgehen? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach. Vielleicht ist jetzt oben irgendwas neich oder so. Wir wollen ja nichts verpassen, ne? Vielleicht bei den Minotauren oder so. Ich dachte jetzt gerne auf so einem Felsenwohner. Naja, aber sonst war ja nichts. Ist nicht mehr das Kinderzimmer? Passiert halt auch nichts mehr, ne? Nö. Okay, wir müssen uns anscheinend da bestürzen. In die Leere. Naja. Hilft halt nichts, ne? Und der komische Pfeil da, der macht mich einfach wahnsinnig. Der muss doch irgendeine Bedeutung haben, wisst ihr, was ich meine? Wir waren jetzt überall. Und ist ja nirgends ein neuer Weg oder so aufgegangen. Vielleicht soll ich da einfach mal abgehen. Vielleicht steht da irgendwas an den Wänden oder so. Unten auf so einem Store, ja? Da ist irgendwas von Stagnation gestanden. Und Stagnation ist doch irgendwie was so, was immer gleich ist, ne? Es stagniert. Und das ist eigentlich das Gegenteil von einer Stagnation. Vielleicht hat das irgendwie was zum da so, es geht wieder bergauf oder so. Sondern dass das einfach nur ein Symbol für irgendwas ist. Ja, komm. Ich glaube, es war richtig. Loading. Mein Traum.
Aber von wem? Das ist ja die Frage, ne? I actually knew the man who lived here. I believe his name was Solomon, though he insisted that the matter was irrelevant. During the few times we spoke, he seemed ungrateful to the point of mental masochism. He would consistently act as though you have somehow maliciously trapped him within your confines, to limit what can be done with the outside. I, of course, know you better. You and I have a special relationship. You and I. Aber wer ist I? Das ist das Haus vom Salomon. Schönes Haus. Schaut so bequem aus. Es ist zerstört und es regnet. Before the fall, I had access to a monolithic complex of voices. My parents would simply drop me off with the instruction to learn. Vague, certainly, but the uncharted nature of the command provided me the freedom to let my interest plot the course. My travels picked up in speed as the voices became stronger, pulling me ashore to distant lands where discovery welcomed me with open arms. Ein Labyrinth. Ich schau grad. Okay. Man, da gibt's ja nur den Anweg dann. Da ist wieder irgend so Totenschädel, Minotauren-Style. Okay, also das ist jetzt gerade ziemlich interessant. Denn da steht, also after the global incident, also nach dem einem globalen Vorfall, also schätze mal irgendwie Krieg oder sowas, ist beschlossen worden, dass jetzt drei Gruppen, also die Menschen werden in drei Gruppen eingeteilt, ja. Und die werden eingeteilt auf Basis von ihren Glauben, so irgendwie. Into categories that allow discussions. Okay, und die Leute, also Leute, die halt zu diesen Gruppen angehören, Entschuldigung, Leute, die zu den Gruppen angehören, die werden Dwellers genannt. Dwellers, das haben wir euch vorher auch schon mal gehört. Ne? Ich glaube, im ersten oder zweiten Kapitel oder so. Da hat man sich ja nicht so richtig auskennt. Und Leute, die zu keiner Kategorie kehren, die nennt man Minotauren. Und das ist eigentlich das, was ich mir auch schon gedacht habe, das einfach eine Bezeichnung für eine Gruppe von Menschen ist, Minotauren. Und jetzt wissen wir, was das für Leute sind. Ja, ist eigentlich ganz interessant. Und ich hoffe, da werden wir jetzt noch ein bisschen mehr erfahren, was jetzt mit diesen Minotauren ist. Ob die, werden die jetzt schlechter behandelt oder so vielleicht? Weil die zu keiner Gruppe kehren. Warum kehren die zu keiner Gruppe? Weil sie vielleicht an nichts glauben? Schaut gut aus.
sehr interessant, muss ich schon sagen. So langsam wird's mit der Story, ne? Zart mal gescheit. Okay. Also die Gilde des größeren Auges ist also eine von die drei Gruppen. Und die sind eben die religiöse Gruppe, sage ich mal. Sie glauben halt an eine Gottheit. Die Gottheit hat aber keinen richtigen Namen oder so. Sie glauben halt einfach, dass irgendwas Spirituelles da ist, an das man halt glaubt und so. Okay, also haben wir schon mal eine Gruppe. Jetzt wird alles, glaube ich, ein bisschen klarer werden.